Hallo Freunde, ich befinde mich heute wieder in meiner 6 Quadratmeter Werkstatt und ich habe neues Werkzeug bestellt, da ich mich ja hier immer weiter ausstatten möchte. Kurz zum Hintergrund dieser 6 Quadratmeter Werkstatt, weil es haben einige in den Kommentaren gefragt und haben scheinbar die Backstory dazu noch nicht gehört. Ich habe mir überlegt, dass viele von euch nicht den Luxus haben, so wie ich, so eine riesengroße Werkstatt hier zu besitzen und in so einer großen Werkstatt arbeiten zu können. Deswegen habe ich mir gedacht, für die von euch, die sich mit dem nicht mehr identifizieren können, kreiere ich die 6 Quadratmeter Werkstatt. Das ist wirklich ein ganz kleiner Raum, den viele von euch nachvollziehen können. So viel Platz haben viele von euch vielleicht auch im Keller oder in der Garage und in so einem Raum könnt ihr vielleicht auch arbeiten. Deswegen habe ich mir hier dieses Kästchen hier gebaut in meiner Werkstatt, um euch die 6 Quadratmeter etwas näher zu bringen. Und da ich mir dann gedacht habe, ja, viele von euch fangen auch frisch mit dem Heimwerken an und müssen sich Werkzeug kaufen, möchte ich das auch näher an euch ranbringen und möchte euch näher bei euch dranbleiben. Da ich sage, ich kaufe jetzt für die 6 Quadratmeter Werkstatt komplett neues Werkzeug, günstiges Werkzeug. Das ist immer so eine Sache. Manche Leute können sich teures Werkzeug leisten, manche eher günstiges, ist so ein Ding. Aber ich habe versucht, jetzt diese 6 Quadratmeter Werkstatt nach und nach günstig einzurichten. Und da habe ich ja begonnen mit meinen ersten Elektrowerkzeugen. Und zu meinen ersten Werkzeugen, die ich mir gekauft habe, gehört erstens mal ein Staubsauger für die Absaugung. Dann ein Akkuschrauber-Set zum Schrauben, weil das braucht man natürlich immer. Das ist so das Wichtigste in der Werkstatt, meiner Meinung nach. Dann habe ich mir hier gekauft eine Tauchsäge, natürlich mit Anschlagschienen, zwei Schienen sind es, und ein Schleifgerät. Das waren meines Erachtens nach die wichtigsten Werkzeuge. Und hier jetzt mal eine ganz wichtige Info. Ich habe mir jetzt die meisten Werkzeuge bisher von Einhell gekauft. Einhell ist kein Sponsor dieses Kanals. Also Einhell gibt mir dafür kein Geld. Ich habe mir wirklich die Einhell-Werkzeuge nur gekauft, weil die jetzt meiner Meinung nach für den Anfang wirklich preis-leistungstechnisch echt okay waren. Deswegen war ich beim Einhell. Der wirkliche Sponsor dieses Kanals ist JV1880. JP1880 hat richtig coole Klamotten für große Größen, auch für normale Größen. Und JP hat gesagt, hey, pass auf, Tepp, wir wollen nicht, dass du die Zuschauer voll laberst, sondern wir wollen ihnen einfach Mehrwert bieten, indem du ihnen unsere coolen Klamotten zeigst. Sie können sich dann kaufen mit dem Rabattcode, den sie in der Videobeschreibung finden, auch für 20% günstiger, wenn sie es erstmal bei uns bestellen. Und das war's. Mehr musst du gar nicht erzählen. Laber sie gar nicht voll. Sie sollen einfach bei JP vorbeischauen und fertig. Deshalb an dieser Stelle vielen lieben Dank an JP1880 für die Unterstützung und dass ihr dieses Video ermöglicht habt. Ich habe jetzt weiter eingekauft, weil ich gemerkt habe, bei den ersten Projekten, ich habe ja hier schon diese klappbaren Böcke gebaut, dann habe ich hier eine Sägevorrichtung gebaut, mit der man eine Kappsäge ersetzen kann und dann habe ich hier dieses Herzstück der Werkstatt gebaut, dieses Baby, diese große klappbare Werkbank, die man verrollen kann und die auch eine wunderschöne große Schublade hat und unten große Fächer, wo man was unterbringen kann. Für das alles gibt es natürlich Bauanleitungen bei mir im Shop und dabei Bau habe ich gemerkt, mir fehlt schon noch was Wichtiges und viele von euch haben es in den Kommentaren auch schon richtig geschrieben, welches Werkzeug ich mir noch nicht gekauft habe und das habe ich jetzt geändert. Und ich glaube, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich bin mir inzwischen sicher, oder was heißt, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, wenn ich mir nochmal meine ersten drei Werkzeuge kaufen würde, was ja bei mir eben war, Akkuschrauber, Tauchsäge, Schleifgerät und Absaugung, sind vier, würde ich inzwischen wahrscheinlich das Schleifgerät erstmal weglassen. Also das würde ich mir jetzt nicht als erstes kaufen, sondern anstatt dem Schleifgerät, denke ich, tendiere ich dann doch eher zu einer Stichsäge. Ihr seht, die Stichsäge ist auch wieder von Einhell, wieder der Grund Preis-Leistung. Schaut einfach mal selber im Internet vorbei, schaut einfach mal bei Amazon vorbei oder sonst irgendwo, wo ihr euer Werkzeug bestellt oder kauft oder auch in Geschäften. Es ist einfach wirklich so, Preis-Leistung sind halt Einhell-Werkzeuge wirklich oft sehr günstig und die sind aber trotzdem nicht schlecht, muss ich leider zugeben, auch wenn mir Einhell kein Geld dafür gibt. Aber deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich mir auch wieder von Einhell in diesem Fall eine Stichsäge kaufe. Wie ihr sehen könnt, dieses Mal ein anderes Format, so eine Stichsäge. In meiner großen Werkstatt habe ich ja so eine Stichsäge und jetzt habe ich mir so eine gekauft. Ihr seht da einen Unterschied. Hier ist der Griff oben, da kann ich so, habe ich ein bisschen weiter oben und hier habe ich den Griff in der Mitte. Was ist das? Ich glaube eine Stabstichsäge, jetzt weiß ich den Fachbegriff nicht. Die ist akkubetrieben, was sehr praktisch ist, aber der Nachteil bei dieser Stichsäge ist, also ist eine gute Stichsäge, möchte ich nicht sagen. Ich würde mir die aber so nicht mehr kaufen, weil wie man sehen kann, der Griff super schwer, da kommt man kaum rum. Also das ist schon wirklich ein Klopper. Das ist wirklich nur was für große Hände. Wenn ihr große Hände habt, okay. Ansonsten, schwierig. Jetzt dachte ich mir, ich kaufe mir jetzt einfach mal eine Stichsäge in dieser Optik und guck mal, ob mir die besser liegt. Das werden wir nach und nach testen. Das teste ich jetzt nicht heute in dem Video, dass ich die anschalte und sage, ja,
oh, die Stichsäge ist ja super oder die ist ja super schlecht. Nee. Ich möchte einfach mal eine Zeit lang damit arbeiten und dann gebe ich euch nach und nach in den Videos, in denen ich sie benutze, Feedback. Das, denke ich, ist viel besser. Und vielleicht mache ich dann auch mal noch ein konkretes Video dazu, da wo es dann wirklich ein gesammeltes Feedback gibt. So, jetzt schaue ich mal, wie man hier den Blatt einsetzen kann. Ich würde natürlich wieder am liebsten das machen, ohne die Anleitung zu lesen. Das wäre mir natürlich ganz recht, aber ich glaube, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ich muss die Anleitung lesen. Nein, ich hab's gesehen. Ich muss nicht die Anleitung lesen. Ihr kennt mich doch. Ich werde das natürlich nach und nach anschauen. Die Stichsäge hat verschiedene Stufen, um Pendelhub einzustellen, um entweder super exakt und sauber zu schneiden oder auch schnell zu schneiden. Je mehr Pendelhub, umso schneller schneiden wir. Dann haben wir hier auf der Seite den Hebel, den können wir aufhängen. Dann können wir diesen Fuß hier einstellen. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass ich das jemals brauche. Also ich habe bis jetzt, weiß ich nicht, ich habe meine Stichsäge, glaube ich, noch nie umgestellt. Und ich weiß nicht, ob ich es mal machen muss. Wenn, dann ist es natürlich praktisch. Aber das war kein Kaufsargument. Dann haben wir hier vorne irgendwas, weiß nicht, Airjet. Ich denke mal, Airjet wird beim Sägen vorne Luft vielleicht rauspusten, damit der Staub wegfliegt. Weiß ich nicht, muss ich testen. Wie gesagt, wenn ich es getestet habe, erzähle ich es euch. Genau, man hat hinten Platz für eine Absaugung. Wir haben oben eine Feststellung für den Knopf, dass sie dann von selber sägt. Und wir haben ein schönes Kabel. Und dann haben wir hier noch so ein bisschen Kleinzeug dabei, so ein Anschlag und so kleine Scheiben, die man dann hier vorne mit einlegen kann. Aber ganz ehrlich, das sind meistens so Sachen, die bei mir irgendwo in der Schublade verschwinden und nie wieder gesehen werden, wenn ich ehrlich bin. Ein Stichsägeblatt ist auch dabei, das ist sehr grob. Da werde ich wahrscheinlich wie immer meine Wolfkraftblätzer nutzen. Jetzt gucken wir mal das Kabel, wie lang das ist. Ungefähr 1 Meter, 2 Meter... 3 Meter, also ungefähr 3 Meter Kabel. Übrigens ein guter Trick von mir, merkt euch einmal eine Position an der Brust mit einem ausgefahrenen Arm, wo das bei euch 1 Meter gibt, dann könnt ihr relativ schnell Seil oder Kabellängen messen. Somit habe ich mich für diese Stichsäge entschieden und die werdet ihr hier bei mir in Zukunft bei den Projekten auch öfter sehen. Und wenn ihr euch das wünscht, schreibt es in die Kommentare, mache ich auch irgendwann ein kleines Review zu dem Gerät. Aber erst, wenn ich es wirklich getestet habe, weil das wäre jetzt Quatsch. Jetzt am Anfang da groß eine Meinung dazu haben, das ist schwierig. Dann habe ich mir noch ein weiteres Werkzeug gekauft, was auch viele von euch geschrieben haben, was ein wichtiges Werkzeug ist. Und da dachte ich mir jetzt, okay, das ist im Grunde genommen ein Werkzeug, das ich genauso auch in meiner anderen Werkstatt besitze. Und da dachte ich mir jetzt, bei dem Werkzeug hier könnte es interessant sein, später mal wirklich ein Vergleichsvideo zu machen, weil das ist eine Kantenfräse oder eine Handfräse oder wie sich es nennt, oder ein Kantentrimmer. Und zwar kennt ihr doch bestimmt alle von Makita den bekannten Kantentrimmer, ich weiß jetzt die Bezeichnung nicht. Und von dem gibt es ja einige Nachbauten von, weiß nicht, Anesti, Katsu Tools und so weiter. Und was mich jetzt hier interessiert hat, ich habe jetzt die von Katsu Tools gekauft, weil die ist natürlich um einiges günstiger wie das Original von Makita, schaut aber genauso aus wie die von Makita. Und da hat mich einfach interessiert, ist die genauso gut? Ist die irgendwie schlechter? Kann die mehr? Kann die weniger? Und das möchte ich testen und da würde ich sagen, werde ich euch bestimmt auch mal irgendwo ein Video zeigen. Schreibt es mir gerne auch in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Die Katsu-Fräse verglichen mit der Makita-Fräse, dann mache ich das. Weil wenn ihr sagt, nee, interessiert uns eh nicht, dann mache ich das natürlich nicht. Bauen wir mal hier schnell die Absaugungsding dran. Was mir auf jeden Fall auf den ersten Blick einfällt, bei der Makita-Fräse habe ich ja ein Set mit, ich glaube, das waren 3 Körbe unten dran. Da ist hier der Originalkorb dran, der hier auch dran ist. Dann gibt es einen Korb mit einem verstellbaren eckigen Aufsatz. Und dann gibt es noch einen etwas größeren Korb, wo man so eintauchen kann. Bei dem hier ist nur das dabei. Jetzt natürlich die Frage, ich nutze die anderen Körbe selten. Also bei der Makita-Fräse nutze ich oft hier diesen großen Korb, wo ihr sehen könnt, da habe ich selber schon eine große Platte rangeschraubt und nochmal 2 Griffe, wobei der eine ein bisschen wackelig ist. Hier muss man mal neu machen. Was halt hier der Vorteil ist an dem Korb, mit dem kann man ins Material eintauchen. Und dann hat man halt eine richtig schöne große Führung. Den nutze ich manchmal aber selten und der ist jetzt bei der Katsu-Fräse natürlich nicht dabei. Ich nutze bei meiner Makita-Fräse auch eigentlich immer diesen handelsüblichen Korb, der mit dabei war, der kleine, mit meiner eigenen entwickelten Fräsplatte. Die gibt es bei mir im Shop, entweder als ausgedruckte Datei oder auch als STL-Download zum selber drucken, weil ich hier eine zweite Hand habe und ein bisschen mehr Auflegefläche. Die finde ich wirklich super. Diese Fräsplatte werde ich auf die Katsu-Fräse auch wieder draufschrauben, weil soweit ich weiß, passt die da drauf. Ja. Und was mich jetzt tatsächlich wahnsinnig interessiert, würde der Korb der Makita-Fräse auf die Katsu-Fräse passen? Die sehen halt wirklich absolut baugleich aus. Ja. Da braucht man sich nichts vorlügen. Es ist im Grunde genommen ein und dasselbe Teil. Die werden schon ihre Unterschiede haben, auf die wir auch in Zukunft eingehen werden. Und was man sieht,
Das Kabel von der Makita-Fräse ist scheinbar um einiges länger. Die Katsu-Fräse hat ein relativ kurzes Kabel. Wenn ihr das genauer mal sehen wollt, einen direkten Vergleich, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Katsu-Fräse, 1 Meter Kabel, ja, nicht ganz 2 Meter Kabel, ich würde sagen so 1,80. 1,80 Meter Kabel ist schon knapp. Da müssen wir schon dann oft wieder mit Verlängerung arbeiten, das könnte schon eklig werden. Bei der Makita-Fräse haben wir 1 Meter Kabel, 2 Meter Kabel, 3 Meter Kabel, gute 4 Meter Kabel. Das ist schon um einiges mehr. Also das ist schon ein Vorteil. Vom Gewicht her, jetzt rein auf Gefühl, sind sie gleich schwer, müsste man wiegen. Ich gucke jetzt mal, ob der Makita-Korb auf die Katsu passt. Das passt. Somit könnte man hier sogar die Körbe tauschen. Also das wäre kein Problem. Ihr seht, das ist ein baugleiches Teil. Das haben die einfach kopiert. So ist es. So läuft der Hase. Einer kopiert vom anderen. Ganz normal. Und hier auch wieder, ich werde die jetzt nicht groß anwerfen, rumexperimentieren. Das werde ich dann nach und nach, wenn ich sie in meinen Projekten benutze, werde ich euch mitteilen, was ich davon halte. Und wenn ihr das wollt, werde ich euch dann auch noch mal ein gesondertes Video dazu machen. Bitte in die Kommentare schreiben. Was ist noch dabei? Hier so ein Anschlag mit so einer Umlenkrolle. Da weiß ich jetzt nicht, für was das ist. Das werde ich mir mal anschauen. Vielleicht brauche ich es mal irgendwann. Und hier noch so ein Anschlag zum Gerade am Rand entlang fräsen. Habe ich bei der Makita-Fräse auch sehr selten benutzt. Ihr seht, ist alles recht windig, aber wenn man es mal braucht, ist es okay. Es ist schon wirklich alles das gleiche Zeug. Da haben sie schon eiskalt nachgebaut. Jetzt bin ich gespannt, ob hier der Korb dann eben passt, aber das werden wir sehen. Die Werkstatt ist jetzt ein bisschen ausgerüstet und um mehr ging es mir heute gar nicht. Das heißt, das waren jetzt meine ersten wichtigen Werkzeuge. Also, wir haben jetzt natürlich eine Absaugung mit dem Staubsauger hier. Dann haben wir ein Set für Akkuschrauber. Da habe ich mir eben das Set gekauft, weil da gleich Bohrer und so weiter mit dabei sind. Sehr gut. Dann die Tauchsäge mit Führungsschienen, die ich hier drüben habe. Dann ein Schleifgerät, eine Stichsäge und eine Kantenfräse. Wie ihr seht, der Großteil von Einhell. Bloß denkt dran, Einhell ist kein Sponsor hier, sondern J4 1880. Schaut in der Videobeschreibung vorbei mit dem Gutscheincode, den ihr da unten findet. Kriegt ihr bei eurer ersten Bestellung 20% und richtig coole Klamotten. Und dann haben wir hier noch in der Schublade ein paar Sachen, was man halt so braucht. Ganz wichtig, Gehörschutz und Schutzbrille, finde ich, ist super wichtig zum Arbeiten. Dann habe ich hier ein paar solche Klemmen mit drin. Ja, gibt es von verschiedensten Herstellern. Habe ich jetzt in dem Fall von Wolfcraft. Dann habe ich hier drin für meine Führungsschienen 2 so Halter zum Festschrauben. Dann habe ich 2 kleine Klemmzwingen. Mehr habe ich hier noch nicht. Da werde ich mir auch mal noch ein paar besorgen müssen. Dann habe ich eine Japansäge, auch von Wolfcraft. Die war halt mal mit in den Set mit drin. Dann habe ich hier noch so eine kleine Bohrhilfe, um gerade Löcher zu bohren. So viel dazu. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Soll ich irgendwelche Vergleichstests in Zukunft mal machen? Soll ich zu einzelnen von diesen Werkzeugen mal extra Review-Videos machen? Welche Projekte würdet ihr für die 6 Quadratmeter Werkstatt gerne sehen? Und was würdet ihr euch als erstes für Werkzeuge kaufen? Oder wie würdet ihr euch eure kleine Werkstatt einrichten? Und dann werde ich natürlich hier auch anfangen, ein paar Regalchen und schöne Sachen zu bauen. Das kommt nach und nach. Und wie ihr wisst, habe ich ja immer viele Projekte am Laufen. Die Let's Bastel-Bandsäge wartet auch noch an mich. Da muss es auch noch weitergehen. Und dann kommen ja immer noch viele Projekte zwischendurch, die sich zum Beispiel Mrs. Tab wünscht oder die ich dann brauchen kann. Wie zum Beispiel ein Eisbad. Deswegen immer genug zu tun. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Servus.